So sieht die Arbeit inzwischen aus. Und wir haben hier ab unseren Zunahmen insgesamt, also circa 13 cm, wenn ihr das dran haltet. Da haben wir mit den Zunahmen begonnen. Sind ungefähr 13 cm. Wie gesagt, das ist bei jedem unterschiedlich, je nachdem, welche Größe ihr arbeitet. Und was wir jetzt machen, ist, wir legen die Ärmel still. Dazu habe ich hier schon mal was vorbereitet. Das ist jetzt einfach Restgarn mit der Wollnadel. Und wir fädeln jetzt alle Maschen von dem Ärmelbereich damit auf. So, dann machen wir einen ganz normalen Knoten. Also einfach das Ganze ein bisschen enger nehmen und hier miteinander verknoten. So, da wären wir soweit fertig. Und ich stricke jetzt noch den Bereich vor dem Marker zu Ende. Da haben wir noch zwei Maschen übrig. Marker weg. Und hier nehmen wir die Stricknadel jetzt raus. Wir heben jetzt praktisch alle Maschen ab bis zum nächsten Marker. Genau. Und stricken da an dieser Stelle weiter. Also wir überspringen praktisch komplett den Ärmelbereich. Der ist jetzt stillgelegt auf unser Garn, auf unser Restgarn. Und jetzt stricken wir einfach von der Masche zu der Masche weiter. Beim Übergang hier den Faden am besten sehr, sehr fest anziehen, damit man Spannfäden vermeidet. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber da am besten sehr fest anziehen und dann einfach normal in rechten Maschen weiter stricken. Zunahmen brauchen wir jetzt keine mehr. Also wir stricken jetzt einfach nur rechte Maschen ohne Zunahmen weiter und das jetzt bis zum nächsten Ärmelpart. So, das gleiche haben wir jetzt auch hier auf dieser Seite. Ich habe den Ärmel hier auch stillgelegt und wir stricken das genauso weiter. Ich stricke kurz die Seite fertig bis zum Marker. Dann nehmen wir die Nadel raus aus den Maschen, die wir stillgelegt haben. Und dann stricken wir einfach mit rechten Maschen weiter. Und das machen wir jetzt so in Runden weiter, bis der Rumpfbereich groß genug ist. Also wir machen jetzt nichts anderes, als rechte Maschen in der Runde zu stricken. Wir haben keine Zunahmen, keine Abnahmen, einfach nur rechte Maschen in der Runde. Und die Ärmel bleiben einfach jetzt so ruhig liegen. Die beachten wir jetzt nicht, die machen wir später. Also wir haben jetzt nur das Glatt-Rechts-Muster für den Rumpf. So sieht mein Pulli aus inzwischen. Ist gut lang geworden. Und wir messen mal ganz kurz vom Halsansatz, wie lang das geworden ist. Also nicht von ganz oben, sondern praktisch nur von da, wo wir mit den Schrägen begonnen haben, in etwa. Und da sind wir hier bei circa 43 bis 44 Zentimetern ungedehnt. Also ich stretche das nicht. Und das ist bei jedem individuell. Also ihr könnt das sehr gerne kürzer oder länger machen. Wie gesagt, am besten an einem passenden Kleidungsstück, also dranlegen, vergleichen oder einfach anziehen. Also ihr könnt hier ein längeres Seil einziehen.
oder hier einfach Spitzenschoner dran machen und das Ganze anziehen. Und was wir jetzt machen, ist den Rumpfteil, den Körperteil abzuschließen und dazu stricken wir jetzt ein Bündchen. Und das machen wir genauso wie bei den Ärmeln, 3 Maschen rechts und eine links. Und das machen wir auch weiterhin in Runden wie zuvor, also 3 Maschen rechts, eine Masche links. Die in der ersten Runde stricken wir die linken Maschen noch von vorne ab, dann wieder 3 Maschen rechts und eine Masche links. Ich zeige euch dann gleich, wie sich das in der zweiten Runde eindreht. So, ich bin jetzt einmal eine Runde rum und bei mir geht das Muster genau mit der Maschenanzahl auf. Falls bei euch das nicht genau aufgeht, ist es nicht schlimm. Ihr könnt jetzt hier an der Stelle zum Beispiel 2 linke Maschen haben oder 3 linke Maschen haben oder vielleicht auch mal 4 rechte Maschen. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Und jetzt kommt bei mir in der neuen Runde die erste linke Masche und die hat hier eine Perle, wie ihr seht. Und in der ersten Runde haben wir die linke Masche ja von vorne abgestrickt, aber weil das lockere Ärmchen jetzt hier hinten ist, stricken wir die linke Masche jetzt von unten hinten ab. Die rechten weiterhin von vorne, 3 rechte und die linke Masche von hinten. Und eine linke, 3 rechte und eine linke. Und das machen wir jetzt so lange, bis das Bündchen lang genug ist. Das ist auch ganz Geschmackssache. Könnt ihr kurz, lang, mittel, so machen, wie ihr wollt. So sieht mein Bündchen inzwischen aus. Das sind insgesamt 15 Runden. Und jetzt ketten wir ab. Das heißt, wir schließen den Rumpf unten ab. Ihr könnt dafür eine beliebige Stelle aussuchen. Und das machen wir folgendermaßen. Wir stricken eine Masche. Jetzt kommt hier eine linke. Deswegen stricke ich eine Masche links. Und die vorherige ziehen wir drüber. Und jetzt kommt die rechten. Die stricke ich rechts, also eine Masche rechts und drüber ziehen. Eine rechts und drüber ziehen. Eine rechts und drüber ziehen. Eine links, da wo die linke Masche kommt. Und drüber ziehen und dann wieder 3 rechte, also eine rechts, drüber ziehen und das machen wir die ganze Zeit so weiter, bis nur noch eine Masche übrig ist. Das Abketten ist soweit fertig, das ist unser Rand. Und ich habe hier schon mal den Faden abgeschnitten und ihn durch eine Wollnadel gezogen. Und was wir jetzt machen ist, wir ziehen den Faden durch die letzte Masche durch und festziehen. Und jetzt können wir das vernähen. Und so wie ich euch das zeige, so könnt ihr all eure losen Enden vernähen. Hier müssen wir noch darauf achten, hier ist noch eine kleine Lücke. Das heißt, wir müssen das Ganze mit der Masche hier noch verbinden. Und dann können wir zum Beispiel noch mal zurückstechen. So, und jetzt
bilde ich hier auf der Rückseite nochmal einen Knoten, um das Ganze ein bisschen zu fixieren, dass sich das später nicht so schnell lockert. Und dann einfach vernähen. Also die Maschen spalten, in eine Richtung durch die Maschen mit der Nadel gehen, stechen. Dann beim Durchziehen darauf achten, dass das Ganze locker bleibt, sonst spannt es später. Und dann die erste Strebe hier überspringen und dann den ganzen Weg einfach zurück, in etwa, also ungefähr. Ihr müsst ja jetzt nicht penibel genau zurück, aber in etwa. So, und dann könnt ihr den Faden abschneiden und dann seid ihr auch schon fertig.